Immerhin muss die halbe Uracher Innenstadt für den Verkehr gesperrt werden. Und ich weiß nicht, wie viele Ampeln müssen abgeschaltet werden, nur zum Beispiel. Ja, also insgesamt vier Ampelanlagen. Ja, also doch 2 mehr als letztes Jahr. Hier steht, es kommen 5000 Besucher. Ja, nur grob geschätzt natürlich. Also ich habe hier noch einen Lageplan für die Sanitätsstation vom Roten Kreuz. Das sind insgesamt 4 Fahrzeugstandplätze an der Strecke und der zentrale Behandlungsplatz an der Kästner Schule. Das wäre alles beim Alten. Und hier steht 9 Uhr Begrüßung durch den Bürgermeister, 9:15 Uhr Startschuss, Zieleinlauf ca. 13 Uhr, danach Siegerehrung und Marktplatz Hockete. Hockete. Was ist das denn? Hocke. Sitzen. Bierbänke und so. Ja, klingt putzig, macht das Ganze auch nicht spannender, ne? Der Uracher Halbmarathon ist eine Traditionsveranstaltung, Emily. Und es gibt keinen Grund daran, was zu ändern, nur weil Sie sich journalistisch unterfordert fühlen. Na, dann schlage ich vor, wir nehmen Ihren großartigen Vorbericht aus der Sonderbeilage von letztem Jahr und tauschen einfach ein paar Zahlen aus. Soweit ich das erkennen kann, geht es hier um eine klitzekleine Korrektur bei den Ampeln. Ich sehe schon, das hat keinen Zweck. Es hat keinen Zweck. Gut, dann übernehme ich eben den Bericht über die organisatorische Herausforderung, die Sie als Einsatzleiter der Polizei zu bewältigen haben. Und Frau Gans sucht sich einfach irgendein anderes Thema. Irgendjemand was dagegen? Na, schade. Also natürlich nicht. Ich meine, Ihre interne Planung, die geht mich ja nichts an. Ich mache was über die Favoritin, die den Lauf schon 5-mal gewonnen hat. Diese Bärbel Ott. Ott mit Doppel-T. Ott. Die habe ich aber in den letzten Jahren schon 2-mal ausführlich porträtiert. Ja, das habe ich überflogen, Chef. Das war mir aber ehrlich gesagt 2-mal zu sehr tabellarischer Lebenslauf. Wie, was wollen Sie damit sagen? Naja, ich würde das emotionaler aufziehen. Der Fluch des Siegenmüssens. 6-mal hat noch keine gewonnen, seit es die Veranstaltung gibt. Ja, aber dieses Jahr hat sie eine echte Konkurrentin, munkelt man. Echt? Ein Duell. Das klingt doch gut. Ja, das klingt nach tödlichem Showdown im Morgengrauen, nach Intrigen, schmutzigen Geschäften, nach blutrünstigem Gemetzel vor den Augen der Sheriffs im Staub der Hauptstraße morgens um 5:30 Uhr. Nicht schlecht, Chef. Ja, aber wir sind hier nicht in Laramie, in Tombstone oder in Laredo. Wir sind in Bad Urach, Frau Gans. Ihre Fantasie möchte ich haben. Das glaube ich Ihnen. Und? Wer ist die? Die Herausforderin? 44. Weiter so, Claudia. Du schaffst die Zeit von gestern locker. Komm. Und versuch ein bisschen ruhiger zu atmen. Sie sollten sich schämen. Lassen sich von mir durch die Gegend kutschieren, Sie fauler Sack. Ja. Sport ist Mord. Wer hat dir das denn eingeflüstert? Kann ja nur Klausmann gewesen sein. Und der hat's gerade nötig. Zahnschmerzen? Wie kommen Sie denn darauf? Also, wenn Sie schon kein Interesse an körperlicher Betätigung haben, dann schauen wir wenigstens mal, dass das Mädel fett wird. Komm, Claudia! Da geht doch was! Leg noch einen Zahn zu! Ist ja mal wieder typisch, ne? Ihr Vater hat mit keinem Sterbenswörtchen erwähnt, als er dieses Mädchen trainiert. Das war wohl auch sehr kurzfristig. Der Großvater von Claudia musste ins Krankenhaus und er und Papa, die sind seit Urzeiten befreundet. Ja, aber wir wohnen in einem Haus. Da kann man doch ein Minimum an Kommunikationsbereitschaft erwarten. Ich glaube, ich könnte noch eine kleine Stärkung gebrauchen, bevor Ihr Chef gleich bei mir im Büro auftaucht und ich seinen heißen Reporteratem über meiner Schulter spüre. Haben Sie Lust auf einen Kaffee? Irgendwo? Nee, ich muss zum Friseur. Gucken Sie sich mal meine Haare an. Ja, klar. Schade, weil... Ihrer wäre mir nämlich deutlich lieber gewesen. Mein was? Ja, Ihr Atem, meine ich. Meiner ist größer. Sollte sich doch inzwischen auch bis zu uns in die Provinz rumgesprochen haben, dass es darauf nicht ankommt. Ah ja? Von wem haben Sie das denn? Auf jeden Fall gibt das nur wieder Ärger. Wegen so einem läppischen Spruch? Das ist der Konditor Sieger. Ja, der sich mit seinem Baumkuchen direkt vor dem Café von seinem Konkurrenten Rühle postiert hat. Und der lässt sich das garantiert nicht gefallen. Ja. Seit Wochen liegen sich die beiden in den Haaren und es hagelt nur so gegenseitige Anzeigen. Geprügelt haben die sich sogar schon. Das ist ja wahnsinnig spannend. Total geschwollen. Willst du mal sehen? Nein. Mach was. Was soll ich machen? Du gehörst zum Zahnarzt und zwar schnell. Du ziehst mir den. Was? Ich kann dir die Augenbrauen zupfen, aber ich reiß dir doch keinen Weisheitszahn aus. Dein Vater hat sich nicht so angestellt. Mein Vater? Was glaubst du, wer mir die anderen drei weggemacht hat? Du wirst doch irgendwo eine Zange rumliegen haben. Das geht ruckzuck. Also was mein Vater, Gott hab ihn selig, hier alles getrieben hat, das will ich gar nicht wissen. Ich rufe jetzt den Ott an, der gibt dir eine Spritze, dann ist das Ding ganz schnell draußen. Nein! So weit kommt's doch. Ach, jetzt kapier ich. Du hast Schiss. Du hast Angst vor Zahnarzt. Sie halten die Schnauze. Hey! Wenn Schnauze bei jemandem passt, dann bei ihm. Ach, der Konditormeister Rühle. Grüß dich, Walter. Hallo, Gerhard. Siehst du das? Ich brauche bitte nur einen Termin, und zwar vor dem Rennen am Sonntag. Ja, da bist du aber leider nicht der Einzige, der sich auf der Ehrentribüne von seiner Schokoladenseite zeigen will. Was hast du denn da für ein Ungetüm dabei? Und was ist mit deiner Hand? Sag mal, du hast es aber mit den Fingern. Aber, das ist ein Mückeschiss. Aber das ist eine Mordsauerei. Damit gang ich zu meinem Anwalt. Vergleichende Werbung nennt man sowas. Das ist ein unlauterer Wettbewerb. Wie originell. Oder kaufe dir auch dieses angebliche Bio-Zeugs bei diesem Zugreis der Quarktaschenfüller. Den mache ich fertig. Der soll sich warm anziehen, den schlage ich auch spitz in Boden rein. Diesen Säckel, diesen granademäßigen. Übermorgen 10:30? Was? 10:30? Ja, das passt schon. Ade. Tschüss, Walter. Wiedersehen, Epsi. Komm, Kaiser. Entweder das hier oder nur die. So, das und eine Nelke. Mund auf, lutschen. Ja, schmeckt furchtbar, weiß ich. Ja, das auch, aber jetzt hör auf zu jammern. Klausmann jammert, wieso, was hat er denn? Er ist zu fett und ab sofort auf Diät. Er kriegt nichts anderes als dieses Zeug da. Und bitte halten Sie sich auch dran. Ich weiß doch, dass Sie hinter meinem Rücken ihn immer mit Cornflakes und anderen Kalorienbomben versorgen. Aber damit ist jetzt Schluss. Der Arme. Ja, der Arme. Kaninchen Sie mit dem Body-Mass-Index eines mittleren Hautschweins. Soweit kommt's noch. Vielleicht sollten Sie doch mal zum Zahnarzt. Was? Zum Zahnarzt. Raus, wer Notdienst hat. So, das waren jetzt 2 mal 10 Milliliter Midazolam. Mehr kann ich Ihnen beim besten Willen nicht spritzen, es sei denn, Sie haben vor, die nächsten Tage mit Kopfschmerzen und Schwindel auf dem stillen Örtchen zu verbringen. Aber das wollen Sie bestimmt vermeiden. Ich war Herr Fuchs, da wurde ja auch Ihr ganzes Trainingsprogramm durcheinander kommen. Wir haben renoviert. Aber eigentlich könnten Sie sich Ihre Mühe auch sparen. Meine Bärbel wird auch in diesem Jahr die schnellste sein. Abwarten. Wie bitte? Er meint abwarten. Am besten bereiten Sie Ihre hochgejubelte Claudia schon mal auf eine Niederlage vor. Damit sie mit der Enttäuschung nach dem Rennen auch klarkommt, da wird sie psychologische Betreuung brauchen bei diesem Vorschusslorbeeren. Also Sie sind der Vater von der legendären Bärbel, die letzten Jahre immer gewonnen hat? Ja, und in diesem Jahr wird es der 6. Sieg sein und sie wird in die Annalen des Halbmarathons eingehen. Ich schreibe nämlich einen umfangreichen Vorbericht für den Uracher Boten und ich würde mich sehr gerne mal mit Ihrer Tochter unterhalten, wenn das möglich wäre. Vielleicht morgen nach dem Sponsorentermin? Gerne. Gut, dann... wollen wir mal. Oh, yeah, yeah, yeah. Ja, wir werden natürlich mit Rühle reden, aber da es keine Zeugen gibt, wird ihm das hier nur schwer nachzuweisen sein, Herr Sieger. Ich weiß doch ganz genau, was mich die Werbekampagne kostet. Jetzt kann ich das Ding komplett neu lackieren lassen. Aber wenn der Lump glaubt, dass es den Schwanz einzieht, das können Sie übrigens ruhig so zitieren in der Presse. Sie meinen den Lump, oder? Ja, also ich meine, wir sollten die Stimmung jetzt hier nicht noch unnötig aufheizen. Krieg der Konditoren, das klingt wie eine Weltraumsaga von George Lucas. Also wenn diese Marathon-Hysterie vorbei ist, ja, dann können wir gerne mal was machen. Und zu jeder Standart bereit. Gut zu wissen. Ja, also Sie hören dann von uns. Von mir, ja? Wegen der Anzeige. Das wäre ja dann die dritte. Oh, oh. Guten Tag. Sind übrigens hübsch geworden, die Haare. Interessant, wie Sie es mit der Beobachtungsgabe zum Kommissar gebracht haben. Wieso? Na, weil Epsi gestern gar nichts gemacht hat. Er hat gesagt, meine Haare wären völlig in Ordnung. Meine Bärbel ist dann um 2 Uhr bei Ihnen. Ja. Und mäßigen Sie diesbezüglich Ihre ansonsten tendenzielle Feder, Fräulein Gans. Ich meine, Sie befinden sich ja sozusagen im gegnerischen Lager, ja? Wir erwarten von Ihnen einen sachlichen und objektiven Artikel über unseren Star. Hm? Ach, erwarten Sie von mir? Ja, das wäre doch mal was. Und wenn Sie die Güte hätten, dafür zu sorgen, dass der Stapel auf Ihrem sogenannten Schreibtisch nicht Deckenhöhe erreicht, wäre das einfach großartig. Oder, leiden Sie inzwischen an Sauerstoffmangel? Was meint sie denn mit gegnerischem Lager? Und was hat die mit der Bärbel Ott zu schaffen? Ah, jetzt will sie sicher wissen, was ich mit Bärbel zu tun habe. Sagen Sie es ihr doch einfach. Bärbel Ott ist ihr Patenkind. Ach nee. So, jetzt mal bitte alle zu mir, bevor es zu regnen anfängt. Also, wie die meisten von Ihnen ja wissen, sponsert die Biokonditerei Sieger dieses Jahr. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wieso macht der das und trainiert diese Claudia? Das passt irgendwie gar nicht zu dem. Der ganze Trubel, der ist dem doch eigentlich zuwider. Die macht sich ja richtig Gedanken um den. Ist aber nicht nötig. Der ist auch ganz gut zurechtgekommen, bevor die aufgetaucht ist und dem das Leben zur Hölle macht. Haben wir ein Produkt, Luis von Krei würde jetzt sagen, kreiert, in dem das ganze Know-how der neuesten Ernährungswissenschaft steckt. Der Biosieger Powerriegel, der heute hier Premiere feiert. Sie wünschen sich doch nichts sehnlicher, als dass Bärbel Ott verliert. Hm? Damit Sie Ihrer heißgeliebten Frau Ackermann eins auswischen können. Weil die ist nämlich die Patentante von Bärbel, das habe ich jetzt rausgefunden. Mhm. Gleich schüttet's richtig. Ja, Herr Kaiser, wir gehen. Scheiße, Leute, wenigstens doch das eine Foto. Jeder nimmt sich jetzt einen Riegel und... Schließlich, ihr Mensch, Hi! Ja, das war wohl nichts. Nehmen Sie sich doch wenigstens einen mit, bevor ich die Dinger als Fitnessring verkaufen kann. Schick den hier jetzt. Mmh. 2 mal Kaffee, 1 mal Kuchen. Für Sie wirklich nicht, ist selber gemacht. Mhm. Guten Appetit. Danke. Gehört der Verzicht zu Ihrem Trainingsprogramm? Ja, wenn es auch schwerfällt. Süßes ist meine große Leidenschaft. Dann sollte ich Sie lieber nicht in Versuchung führen, oder? Ich weiß, wie schwer das ist, wenn man nicht darf. Tun Sie sich keinen Zwang an. Ich habe heute schon mehr als gesündigt. Leider. Sind Sie ehrgeizig? Ja. Ich weiß nicht. Also ich finde, Ehrgeiz ist ja nichts Verwerfliches, ne? Mich haben sie in der Schule auch immer Streber genannt. Nur weil ich so ein bisschen ambitionierter, ein bisschen emsiger war als die anderen, ne? Eigentlich bin ich gar nicht so. Ich würde fast sagen, ich bin eher der träge Typ. Hm? Ich quäle mich nicht besonders gern. Aber trotzdem wird von Ihnen erwartet, dass Sie diesen ewigen Rekord brechen, ne? Und wiedergewinnen. Ja, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das schaffe. Ich bin nicht ganz so gut in Form wie sonst. Irgendwie hatte ich dieses Jahr nicht den Nerv, mich richtig vorzubereiten. Ich meine, ich bin immer noch schnell, aber ob ich besser bin als Claudia, das sag nie. Ist Ihnen nicht gut? Sind Sie krank? Das war ich seit Jahren nicht. Wir können gerne ein andermal, ne? Irgendwie. Nee, es geht schon. Bärbel. Bärbel! Frau Latze, rufen Sie einen Arzt. Bärbel! Ihr Zustand ist stabil und es geht ihr gut. Ach, zum Glück. Was hat sie denn? Das könnte ein akutes Lungenödem sein, aber genau das weiß man noch nicht. Jetzt wird sie erstmal gründlich untersucht. Und das 2 Tage vor dem Rennen. Ach, Evelyn, jetzt hören Sie doch auf mit dem Rennen. Hauptsache, sie hat keine schwere Krankheit und kommt bald wieder auf die Füße. Ich meine ja nur. Aber sie kann definitiv nicht laufen. Gar nicht dran zu denken. Wenn sie nicht so schnell versorgt worden wäre, hätte das schlimm ausgehen können. Mama, vielen Dank dafür. Gerne schön. Hm. Tja, dann überbringen Sie mal Ihrem Untermieter die frohe Botschaft. Evelyn, bitte. Sehr gut, Claudia. Gut in der Zeit. Ruhiger atmen, ruhiger atmen. Hallo? Waren wir nicht erst um 4 verabredet? Mein Termin ging früher zu Ende als gedacht. Oh Gott, haben Sie es idyllisch hier. Ja, der Hof gehört meinem Opa. Ich kümmere mich drum, solange er im Krankenhaus ist. Unter 42, Respekt. Wenn Frau Gans mit der Fragerei fertig ist, dann machen wir noch eine halbe Stunde Gymnastik und ein bisschen Intervall, ja? Ich denke, die Schönerei können Sie sich sparen. Claudia ist die alleinige Favoritin. Armer. Hast ja gar nichts gegessen, ne? Muss ja wirklich fies schmecken, das Zeug. Das ist wirklich hartherzig, dein Herrchen. Das kann ich gar nicht mit ansehen. Hier, was? Guck mal hier. Was Leckeres. Nüssen und Körnern. Ja, ganz fein. Aber das bleibt unter uns, Klausmann. Hm? Kein Wort zum Fuchs. Also ich meine nicht, dass du dich jetzt irgendwie verrätst oder so. Was machst du denn da? Ja, ich versuche, diese arme Kreatur zu trösten, die ja irgendwann einen grausamen Hungertod sterben wird. Also wenn Klausmann an irgendwas zugrunde geht, dann an seinen Cholesterinwerten, oder? Irgendwann platzt er einfach. Jetzt hör endlich auf mit dieser nervigen Mitleidstour. Es gibt nichts anderes und damit basta. Ja. Und damit Sie nicht irgendwann vom Fleisch fallen, habe ich uns was gekocht. Und das stehen wir jetzt auf dem Tisch. Aha. Gibt's einen Grund? Kleine vorweggenommene Siegesfeier vielleicht? Na, einfach so. Der Mann steckt voller Überraschung. Mein ausgehungerter Sohn ist auch schon da. Mhm. Das können Sie ruhig öfter machen. Kochen meine ich. Damit Sie sich am Ende noch daran gewöhnen und nie mehr ehrlich wollen. Nee, 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 nee. Keine Angst. Ich sitze auf gepackten Koffern. Ist was? Sie gucken mich so an wie Bärbel, kurz bevor sie umgekippt ist. Alles okay? Nee. Ich meine, ja, also der Zusammenbruch von Bärbel Ott könnte auch ein allergischer Schock gewesen sein. Hat sie denn was Falsches gegessen? Lebensmittelallergien sind keine bekannt. Irgendein Medikament oder pharmazeutischer Wirkstoff tippen die Ärzte. Die suchen noch. Mit ihr konnte man ja bisher noch nicht reden. Aber sie hat mir gesagt, sie war seit Jahren nicht krank. Und was hat das jetzt damit zu tun? Wenn ich krank ist, nimmt auch keine Medikamente, mein Frau Gans, jedenfalls nicht freiwillig. Wir waren gerade Zeuge der Entstehung einer wüsten Giftmische und Verschwörungstheorie, mein Sohn. Aber so abwegig ist das ja nicht. Der ein oder andere, der ein Interesse daran haben könnte, das Mädchen für ein paar Tage außer Gefecht zu setzen, der würde mir schon einfallen, Herr Fuchs. Ich kenne jemand, dem daran gelegen sein könnte, Sie loszuwerden. Nicht nur vorübergehend. Also passen Sie besser auf, was da in Ihrem Nachtisch drin ist. Ich bin's. Die Emily vom Boten. Ich wollte nur mal gucken, wie es Ihnen geht. Hallo. Bärbel, hast du gestern irgendwelche Medikamente genommen? Bärbel! Was machen Sie denn hier, wenn ich fragen darf? Geht das nicht ein bisschen schneller? Vielleicht mit Sirene oder Blaulicht oder so? Emily, das ist ja noch nicht mal eine richtige Dienstfahrt. Ich mache das nur Ihnen zuliebe. Finden Sie nicht, dass Ihre Vermutung ein bisschen sehr spekulativ ist? Nein, das finde ich nicht. Die Ärztin hat auch gesagt, dass es sein könnte. Ja, aber sie meinte auch, dass es nicht besonders wahrscheinlich ist. Ja, was denn? Habt ihr kein Bett zu Hause? Nicht einschlafen! Mann! Gilt auch für Sie. Ja, Emily, anschnallen. Ach, Scheiße. Und nochmal lächeln. Jetzt auch einmal von drüben. Wie lange dauert der Klamauk denn noch? Also schon wieder eine Trainingseinheit. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt gewinnt auch Claudia sowieso. Ich brauche das Foto für meine Kampagne, Herr Fuchs. Und hier sind wir nun mal wetterunabhängig. Ich hab's jetzt auch. Vielleicht, Claudia, einmal noch so reinbeißen und dabei lächeln. Okay. Halt, stopp. Haben Sie den Riegel gegessen, den Sie gestern auf dem Sportplatz bekommen haben? Nein, den habe ich entsorgt. Das Zeug schmeckt mir eigentlich gar nicht. Aber ganz schön, wenn das unter uns bleiben könnte, ja? Was soll denn jetzt dieser Auftritt hier? Alles, was Bärbel Ott gestern gegessen hat, war so ein Riegel. Und zwar der, den sie gestern von Ihnen vor dem großen Regen bekommen hat. So, und deshalb liegt sie jetzt halbtot im Krankenhaus? Man hat eine relativ hohe Dosis Benzodiazepin in ihrem Blut nachgewiesen, auf das sie vermutlich allergisch reagiert hat. Sie nimmt aber keine Medikamente, also muss der Wirkstoff da drin gewesen sein. Könnte. Nicht sehr wahrscheinlich, aber könnte. Benzo was? Ja, braucht man zum Ruhigstellen. Vorwiegend in der Psychiatrie. Genau. Ach so. Klar. Vielleicht sollten Sie sich das mal verschreiben lassen, Fräulein Gans. Hier ist absolut chemiefreie Zone. Ich stopfe doch keine Medikamente in meine Waren. Eigentlich fand ich Sie ja ganz sympathisch, aber diese Unterstellung, die ist doch absurd. Ich unterstelle Ihnen ja gar nichts. Ich habe gar nicht gesagt, dass Sie das da reingetan haben. Aber es könnte doch sein, dass Ihnen jemand schaden wollte. Der Kampf um die Konditorenvorherrschaft in Bad Urach, der tobt ja seit Wochen. Also bevor jetzt hier noch irgendwelche Anschuldigungen in den Raum gestellt werden. Also wie viele Riegel haben Sie denn verkauft? Denn noch gar nichts. Das ist ein absolut neues Produkt, ein Probelauf. Das ist alles, was es davon gibt. Vorgestern Nacht gebacken. Bärbel hat gestern einen bekommen, Claudia... Ja, und Sie doch auch. Um Gottes Willen. Ich habe meinen zum Glück nicht gegessen. So, Herr Fuchs. Dann walten Sie mal Ihres Amtes. Ja, da das nicht ganz auszuschließen ist, was Frau Gans vermutet, sollten wir der Sache nachgehen. Ja, also dieser ganze Proberiegelvorlauf, der ist jetzt erstmal konfisziert. Es geht alles ans BKA ins Labor, ne? Wer ist denn jetzt bei der Kripo? Sie oder Sie? LKA, Landeskriminalamt. Ach so, LKA, genau, da ist das Labor. Reine Sicherheitsmaßnahme, das betone ich ausdrücklich. Oder haben Sie was dagegen? Was halten Sie von meiner Theorie? Vielleicht haben wir durch unser Eingreifen größeren Schaden von der Bad Uracher Bevölkerung abgewendet. Ich weiß nur, wovon ich nichts halte. Oh, und das wäre? Wie Sie mit meinem Sohn umspringen. Ich? Aber wenn man so mit sich umspringen lässt, ist man zumindest genau nicht schuld. Emily, kann ich Sie irgendwo absetzen? Ja, komme. Ey, das müssen Sie mir bei Gelegenheit aber mal erklären, was Sie damit meinen. Sie nutzen seinen wunden Punkt gnadenlos aus. Wer hat einen wunden Punkt? Das wusste ich gar nicht. Das ist ja wohl eine Provinzposse erster Güte. Wenn ich das geahnt hätte, dann wäre ich in Stuttgart geblieben. Was ist denn hier passiert? War wahrscheinlich einer meiner Lehrlinge. Wir spielen hier immer Baseball im Hof mit den Bootschießern. Das hätten sie mir aber auch sagen können. Das könnte aber auch der Rühle gewesen sein. Dieser feige Hund. Vielleicht. Wie spät ist es? 10:30. Amor, Amor, Amor. Hast du dir nie überlegt, dich mit dem Sieger zusammenzutun? Mit dem? Bloß weil der Sieger heißt, ist das ein Landkeuner. Na, so eine Fusion wäre doch schlau. Statt euch gegenseitig die Köpfe anzuschlagen, gründet da ein Konditoreien-Imperium. Ach, lass mir gange mit einem Bläder Amor. Konditorei Rühle Sieger, Bad Urach Sierchingen, New York, Kalkutta. Oder Rio. Du, an der Kurve lasse ich mich glatt von dir als Konditoreifachverkäufer einstellen. Sag mal, spinnst du jetzt komplett? Ich will zum Uracher Halbmarathon und nicht zum Christopher Street Day. Steht dir aber gar nicht schlecht. Amor. Amor. Wenn du wegen deines Zahns zur Nachuntersuchung kommst, bist du hier falsch. Oh, was hast du da in der Hand? Ich weiß zwar nicht, was sich das angeht, aber es war ein häuslicher Unfall. Ihr glaubt ja gar nicht, was im Haushalt für Ungemach lauert. Ich hätte mir als Kind mal einen Kochtopf über den Kopf gezogen, da musste die Feuerwehr kommen. Ich will nicht daran noch denken. Und gerade im autoerotischen Bereich in unseren Kreisen ist unglaublich, was das ist. Sag mal, was soll diese saublöde Rumfragerei? Klempner aus Tuttlingen. Ist das ein Verhör oder was? Darf ich dich daran erinnern, dass du bereits seit 4 Jahren nicht mehr im Dienst bist? Oder willst du mir was anhängen? Ich bin beim Reifewechsel mit dem Radkreuz abgerutscht. Daheim. In meiner Garage. Langt es. Weitermachen. Und Sie glauben dem Rühle das so einfach? Der will seinen Konkurrenten Sieger fertig machen. Das hat er doch selber gesagt. Da waren Sie doch dabei. Aber solange Siegers Riegel nicht im Labor untersucht worden ist. Ich wette, die finden da was. Gut. Wenn Sie die Wette verlieren, 1 Woche lang Abwasch. Alleine. Kein Problem. Wunderbar. Der Sieger, der wäre erledigt, wenn sich rumsprechen würde, dass man nach dem Genuss seiner Bioware Verdauungsprobleme und Schwindelanfälle bekommt. Genau das passiert nämlich, wenn man zu viel von diesem Midazolam erwischt. So heißt das Medikament. Und das gibt's als Tropfen, als Tabletten und als Injektionen. Ja, der Rühle hat 0 pharmazeutische Kenntnisse. Na Gott, wenn ich sowas vorhabe, dann reicht ein Blick ins Internet. Stimmt. Nun leider scheint der über Lesen zu haben, dass es dabei in seltenen Fällen allergische und lebensbedrohliche Reaktionen geben kann. Und das war Bärbels Pech. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, ich suche diesen verdammten Powerriegel. Ich habe den hier gestern reingesteckt. Ja, jetzt stellen Sie sich mal vor, den hat jetzt jemand gefunden, hat den nichtsahnd gegessen. Ihr beiden, hört mal zu. Was ist mit diesem Dings? Mit diesem Riegel? Hä? Erzählt mir doch nichts. Ich seh's euch doch an der Nasenspitze an, dass ihr mich anlügt. Raus mit der Sprache. War hier jemand? Das kann doch nicht wahr sein. Klausmann. Aber wie soll denn der Hase aus dem Käfig zu dem Holz und dann den Riegel? Er hat seine Helfershelfer gehabt. Wo ist er? Wie geht's dir? Wann hast du das Zeug gefressen? Ah, gestern schon. Und? Ist jetzt kein Dünnschiss? Oder Kreislauf? Sein Stuhlgang ist normal. Schwindelig ist ihm auch nicht. Es geht ihm gut. Er hat lediglich ein schlechtes Gewissen. Ja. Fast verhungert wärst du. Euch beiden ist schon klar, das wird ein Nachspiel haben. Was ein Glück, dass mich nie echt mal setzen. Und Ihnen ist schon klar, die Wette haben Sie verloren. Siegers Riegel war nicht vergiftet. Sondern nur der, den Bärbel Ott gegessen hat. Gut. 2 Wochen. Aber ob das Ihren zarten Händen gut tut, ich bin nicht so sicher. Wie lange dauert der Termin von der Frau Doktor denn? Kann ich leider nicht sagen. Ja, danke, Frau Doktor. Ja. Das hat uns wirklich sehr geholfen. Das deckt sich ja mit unseren Vermutungen. Ach, was für ein Zufall. Was machen Sie denn hier? Also unterstehen Sie sich, auf diese Frage zu antworten. Oder hätten Sie gern einen schriftlichen Rechenschaftsbericht über unsere Aktivitäten? Ein paar Durchschläge über unsere Fahrtenbücher, Gedächtnisprotokolle, Überstundenabrechnungen? Nein, aber vielleicht interessiert es Sie ja, dass sich das BKA die Laboruntersuchung sparen kann. Das LKA kann sich die sparen. Ja, so weit waren wir auch schon, Fräulein Gans. Ich habe jetzt leider keine Zeit, einen Notfall. Ich bin auf der 4. Emily! Haben Sie irgendwas Interessantes rausgefunden? Ja, ich gucke auch nicht hin. Jetzt sagen Sie schon. Hm? Erfährt auch keiner, dass ich das von Ihnen weiß. Ja, Ott war heute früh bei uns. Aus seiner Praxis sind mehrere Ampullen von einem Beruhigungsmittel verschwunden. Die Ärztin hat uns gerade bestätigt, dass das genau der Wirkstoff ist, den Sie bei Bärbel im Blut nachgewiesen haben. Also Midazolam. Und jetzt? Also ich meine, was passiert denn jetzt? Die Ackermann hat von irgendeinem Verdacht gesprochen. Ja, jetzt will sie sich Claudia Burgert vornehmen. Die hat irgendwann mal eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Ach nee, das muss ich überlesen haben. Ja, sie hätte also durchaus über die nötigen Kenntnisse verfügt, um diesen Vollkornriegel zu manipulieren und Bärbel so aus dem Rennen zu nehmen. Ja. Also ich muss jetzt... Sie wartet auf mich. Erst Hände waschen. Ja, klar. Männer. Die machen mich ganz nervös. Hallo. Hallo. Und wundern Sie sich nicht, wenn ich auch gleich komme. Ja, die Zeiten, in denen das Privileg der Kerle war, die sind vorbei. Danke. Sie hätten also ausreichend Zeit gehabt, den Vollkornriegel zu präparieren, während Bärbel Ott unter der Dusche stand. Ha? Wie man mit einer Injektionsnadel umgeht, das haben Sie doch mal gelernt, oder? Bitte, das ist doch völlig abwegig. Ich weiß, du sagst erstmal gar nichts. Wenn Sie dich verhören wollen, müssen Sie dich vorladen. Aber da Sie nichts gegen dich in der Hand haben, werden Sie das auch nicht tun. Was für ein Zufall. Ja, ein Vormittag der Zufälle. Sie stören polizeiliche Ermittlungen. Warten Sie am Auto, bis wir hier fertig sind. Sie bleiben. Hier wird nämlich nicht ermittelt. Dazu braucht es einen Staatsanwalt. Du sagst es. Und dem liegt seit einer Stunde die schriftliche Aussage von Dr. Ott vor, dass er dir im Rahmen einer Zahnextraktion Midazolam spritzen musste, weil du dir sonst vor Angst in die Hosen gemacht hättest. Vorher hat er dich im Detail über die Nebenwirkungen aufgeklärt. Schwindel, Schwäche, Herzrasen, Magen-Darm und so weiter. Eigenartig, dass seit deinem Besuch in der Praxis exakt 15 Milliliter dieser Substanz unauffindbar sind, oder? Hat er Ihnen das Zeug beschafft und Sie haben den Rest erledigt? Sie steht unter Drogen an, das kann ich mir das gar nicht erklären. Sie hatte immer schon ein kleines Alkoholproblem. Midazolam. Oh ja, sorgen Sie dafür, dass er die Nerven behält, ja? Sie sind ja immer noch da. Wissen Sie eigentlich, warum Fuchs Sie als Siegerin sehen will? Das hat nichts mit Ihnen zu tun, sondern mit mir. Ich bin nämlich Bärbels Patentante. Mich kann er nicht leiden. Er hasst mich geradezu. Ja, das hat schon pathologische Züge. Ich möchte diesen Verbrechern in die Augen sehen, die widerlichen Anschlag auf meine Tochter verübt haben. Den werde ich ins Gesicht sagen, was ich von denen halte. Sie müssen das alles durchsuchen hier. Ja, das weiß ich selber. Kurt regt dich nicht auf. Die Anwesenden bestreiten natürlich die Vorwürfe. Ich fürchte, wir müssen den langen Dienstweg gehen. Was, da haben die doch Zeit, alles zu vertuschen und sich untereinander abzusprechen. Da können die doch sämtliche Beweismittel verschwinden lassen. Das ist ein Skandal. Es gibt hier keine Beweismittel. Wenn Sie wollen, können Sie den ganzen Hof auf den Kopf stellen von mir aus. Ich fahre jetzt zu meinem Opa ins Krankenhaus. Viel Vergnügen. Dankeschön. Dann dürfen wir uns hier jetzt ein bisschen umsehen, ja? Tu das nicht, die haben kein Recht dazu. Die sollen doch einfach machen, was sie wollen. Die Fahrradtaschen. Ach, Claudia, bevor Sie fahren, wollen wir noch einen Blick in die Fahrradtaschen werfen. Hier und hier und hier und hier und hier. Natürlich muss ich da was schreiben. Ich kann ja nicht so tun, als wüsste ich von nichts. Sie ist völlig fertig. Sie wird nicht laufen. Und Sie legen für sie Ihre Hand ins Feuer, ja? Ja. Und das Zeug, das hat man ihr untergejubelt? Ja. Es kann ja dann nur der Täter gewesen sein, um von sich abzulenken. Ja. Können Sie noch eigentlich was anderes sagen, außer ja? Ja. Cassandra, Abendessen. Aber wer? Also der Zahnarzt, der kommt mir auch nicht ganz koscher vor. Aber der wird ja nicht seine eigene Tochter vergiftet haben. Nein. Ich halte Sie natürlich raus aus dem Artikel hier. Das, was die Frau Ackermann Ihnen da vorwirft, das ist ja absurd. Oder ist es nicht? Womit habe ich denn diese Solidarität verdient? Moment mal, du Vielfraß. Das ist nicht für dich bestimmt. Seit wann nehmen Sie Rücksicht auf die Gefühle anderer Leute? Was haben Sie da gerade gesagt? Na, Herr Kaiser, er frisst gerade Cassandras Abendessen. Ich habe ihm nur gesagt, dass das nicht für ihn bestimmt ist. Das ist es. Was ist was? Claudia! Und du hast wirklich nur den einen Riegel gegessen? Ich weiß nicht, Warum ist das denn so wichtig? Na, du hast mir doch erzählt, dass Süßes deine große Leidenschaft ist. Lag da in der Umkleide vielleicht noch ein zweiter Riegel, dem du nicht widerstehen konntest? Das ist mir so peinlich. Dass du den aus dem Mülleimer gefischt hast, in den Claudia ihn geworfen hat? Ja, wenn man bei sowas schwach ist. Ich verstehe das. Da war ja sonst gar nichts anderes drin in dem Eimer. Sonst hätte ich den doch nicht gegessen. Na, natürlich nicht. Erkennungszeichen ist eine Hose. Na, schauen Sie mal. So, Mädchenumkleide beobachtet worden, eine Spritze mit Injektion an dem Sieger-Müsli-Riegel. Von Claudia Burgert, während diese unter der Dusche stand. Ich bin bereit, den Mantel des Schweigens über den Vorfall. So ein bisschen pathetisch mit dem Mantel, ne? Ja. Gegen die Zahlung von 3.000 Euro niemand etwas. Kommen Sie morgen Punkt 12 ins Schlossrestaurant. Mein Erkennungszeichen ist eine rote Rose. Eine rote Rose. Und Sie glauben, der kommt da rein und setzt sich dann zu Ihnen, oder wie? Ja. Nee, nicht zu mir, zu Stefan. Wieso Stefan? Naja, der hat mal wieder ein Erfolgserlebnis, nicht so, wie dem immer mitgespielt wird. Aber der ahnt doch von gar nichts. Na und? Spätestens, wenn Ott ihm den Umschlag rüberreicht, dann wird das kapieren. Aber wie wollen Sie denn erreichen, dass Stefan im Schlossrestaurant ist, wenn er von dem Brief überhaupt nichts weiß? Wie wollen Sie den denn da hinlocken? Vielleicht kann der ja gar nicht. Kommt auf den Köder an und er wird Zeit haben, weil Sie um 12 mit ihm zum Mittagessen verabredet sind und Sie werden ihn gleich anrufen. Ich? Ja, dafür wird alles stehen und liegen lassen danach. Moment. Aber ja? Sie werden ihn versetzen und das ist er ja gewohnt. Stattdessen wird dem Ott ein Geständnis ablegen. Also wenn Sie glauben, dass ich mich von Ihnen instrumentalisieren lasse, ja? Doch, doch, doch. Sie sind jetzt mal an der Reihe. So. Sie rufen ihn an. Ja. So, komm durchgeknallt, ja? Jetzt schau dir das mal an. Schau dir das mal an. Ja? Zuschauertribüne direkt vor meinem Laden. So geschäftsschädigend. Ja, hey, da kommt doch kein Mensch mehr rein und raus. Ja, dann beschwer dich im Rathaus. Das habe ich ja, das ist so lang wie breit. Komm, wir machen weiter. Also dieser Marathon, da kann man mal sowas von gestohlen bleiben. Ich mache morgen eine kleine Gegenveranstaltung hier bei mir im Laden. Ich muss. So. Wo haben Sie denn die Anweisung her? Wer ist denn dafür verantwortlich? Ja, na, Mittagessen mit Emily. Ah. Mit Emily. Dann nehmen wir ihr doch eine von den Rosen mit. Rote Rose? Findest du das nicht ein bisschen übertrieben? Ich meine, es ist nur Mittagessen, kein Rendezvous. Sie will bestimmt nur wieder was Berufliches. Das passt. Bei jeder Gelegenheit. Sie liebt Rosen. Mit Ihnen hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich bin verabredet. Kleiner Scherzbold sind Sie also auch noch. Ich könnte Sie jetzt fragen, was Sie in der Mädchenumkleide zu suchen hatten, beim Sponsorentermin. Aber Ihr Schreiben lässt ja ohnehin nicht auf einen besonders integren Charakter schließen. Was für Sie denn schon etwas zu trinken sein? Danke, für mich nicht. Danke. Und Ihre Abgründe sind mir eigentlich auch scheißegal, also lassen wir das. Welches Schreiben? Ach, jetzt hören Sie auf mit der Nummer. Haben Sie Angst, ich bin mit dem Wisch zu Ihrer Chefin gegangen? Vielleicht bin ich ja verkabelt. Keine Sorge. Ich habe die 3000 dabei. 3000? Kriegen Sie jetzt plötzlich Schiss? Das ist doch Ihre Schrift, oder? Das behalte ich zur Sicherheit. Sollten Sie auf die Idee kommen, noch weitere Forderungen zu stellen, dann werde ich das hier sofort veröffentlichen. Ich habe dann möglicherweise eine Anzeige wegen Körperverletzung am Hals, aber Sie sind für immer erledigt. Das ist Ihnen doch klar, oder? Ich habe das alles nur für meine Tochter getan. Normalerweise wäre ja auch nicht groß was passiert. Die Burgert hätte ein paar harmlose Kreislaufprobleme bekommen und meine Bärbel hätte das Rennen gewonnen, wie immer. Dass meine eigene Tochter den Riegel isst und dann auch noch allergisch reagiert auf dieses Midazolam. So, hier. Jetzt zählen Sie Ihr Geld, bevor ich noch das Kotzen kriege bei Ihrem Anblick, Sie mieser kleiner Erpresser. Und als Gegenleistung sorgen Sie dafür, dass die Beweise, die ich der Claudia untergeschoben habe, gefälligst auch gegen Sie verwendet werden. Dann ist der Fall abgeschlossen und keiner stellt mehr blöde Fragen. Sind wir uns da einig? Völlig einig, Herr Dr. Ott. Sonst überlege ich mir das nämlich nochmal. Eine Sache will er noch. Ja. Sie sind vorläufig festgenommen. Nachschub! Wunderbare Idee, FC. Vielen Dank für die Einladung. So, das machen wir jetzt jedes Mal so zum Marathon. Hier hat man das Gefühl, mittendrin zu sein, ohne dass man Platzangst haben muss. Wo Sie gerade von Platzangst sprechen, Chef, das ist jetzt Ihr viertes. Na, ich sorge eben dafür, dass das Gesamtgewicht der Redaktion des Uracher Boten nicht auf einen lebensbedrohlichen Wert absinkt. Ne? Seid doch alle viel zu mager. Und wir sorgen dafür, dass das intellektuelle Gesamtniveau des Boten erhalten bleibt. Und das zehrt halt. Das verstehe ich jetzt nicht. No, sehen Sie. Hast du das jetzt vom Sieger oder vom Rühle? Also, die Schnittchen sind vom Rühle. Und das Gebäck vom Sieger. Das ist ja hochgradig diplomatisch. Ach, die beiden habe ich gestern im Schlossrestaurant gesehen. Die haben den ganzen Abend an einem Tisch gesessen und hemmungslos debattiert. Die waren ein Herz und eine Seele. Na, dann steigt ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich demnächst den Laden hier dicht mache und nach Rio auswandere. Moment, was willst denn du in Rio? Hier ist es doch viel schöner. Ja, ich weiß zwar nicht, wovon die Rede ist, aber das finde ich auch. Der Herr Meisterdetektiv, Sie müssen mir auch noch sagen, wie Sie es geschafft haben, dass der Ott sich gestellt und ein Geständnis abgegeben hat. Da gibt es irgendeine Nachrichtensperre. Er wird Ihnen das bestimmt auch nicht verraten. Ja, aber jedenfalls ein schöner Erfolg für die Uracher Polizei. Herzlichen Glückwunsch, Herr Fuchs. Danke, Frau Latze. Auf die Siegerin. Hey, hey, hey. Und auf euch. Mensch, ja, wunderbar. Ja, komm. Erstmal was trinken, schnell wie eine Gazelle. Ja. Papa, ich würde mal gerne mit dir reden. Wird schwer werden die nächsten Tage. Ich werde nur in der Küche sein. Bei uns stapelt sich der Abwasch bis zum Deckel.